Ich möchte darüber sprechen mit Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Oliver Krischer von den Grünen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Guten Tag. Wir haben es gerade noch einmal gehört. Tempo 30, das bringt doch sehr verschiedene Gefühle hervor, sage ich mal, bei den Deutschen. Wie stehen Sie zu diesem Thema? Also uns geht es ja hier bei der Verkehrsministerinnenkonferenz darum, dass wir den Kommunen mehr Entscheidungsfreiheit geben wollen für Tempo 30, aber auch für andere Maßnahmen der Verkehrspolitik. Wir haben da im Moment sehr viel Bürokratie, die vom Bund, vom Bundesverkehrsminister vorgegeben wird. Die Entscheidungsspielräume für Kommunen sind sehr eingeschränkt. Da wollen wir als Länderverkehrsminister, jedenfalls ein Großteil der Verkehrsminister, dass das einfacher in die Hände der Kommunen gelegt wird, dass die vor Ort, wie die Gegebenheiten jeweils sind, entscheiden können, wo sie Tempo 30 machen und wo nicht. Ich muss noch mal nach Ihrer ganz eigenen Meinung trotzdem nachfragen. Das Ganze soll ja oftmals vor allem der Umwelt zuliebe getan werden. Glauben Sie, das würde etwas bringen? Hoffen Sie auf mehr 30er-Zonen in den Innenstädten? Also Tempo-30-Zonen sind richtig und notwendig in unseren Städten. Sie reduzieren den Schadstoffausstoß, das nützt dem Klimaschutz. Aber es geht vor allen Dingen hier auch um die Verkehrssicherheit. Wir haben immer noch viel zu viele Unfälle, viel zu viele Probleme, die auch zu hohe Geschwindigkeiten in Städten verursacht werden. Und deshalb ist das im Grundsatz eine richtige Maßnahme. Aber es geht gar nicht darum, jetzt pauschale Lösungen über das ganze Land zu stülpen, sondern die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister vor Ort, die Stadträte, die kennen die Situation am besten. Die können auch am ehesten entscheiden, was sinnvoll und was richtig ist und das auch ihren Bürgerinnen und Bürgern vor Ort kommunizieren. Mit Blick auf die Straßen gibt es aktuell vor allem ein großes Thema, das Volker Wissing beschäftigt, und zwar das sogenannte Verbrennerverbot in Europa, das ja kommen soll. Die EU-Kommission hat der Bundesregierung jetzt wohl einen Lösungsvorschlag zu diesem Thema gezeigt. Es geht da um E-Fuels und um Ausnahmen, aber Wissing soll das Ganze abgelehnt haben. Wissen Sie warum? Also ich kann nicht nachvollziehen, was jetzt der Vorschlag ist und auf der anderen Seite, was Herr Wissing genau dazu gesagt hat. Dazu müssen Sie Herr Wissing fragen. Ich kann nur ehrlich gesagt ein bisschen den Kopf darüber schütteln. Diese Regelung, das, was unter dem Stichwort Verbrennerverbot läuft, aber wo es in Wahrheit ja um klimaneutrale Fahrzeuge geht, das ist schon im letzten Herbst einvernehmlich entschieden worden. Ich habe kein Verständnis dafür, dass der Bundesverkehrsminister das wieder aufgemacht hat. Ich hoffe, es gelingt jetzt eine Regelung zu finden, damit das ganze Thema nicht scheitert. Bezeichnend ist ja, dass insbesondere die Automobilindustrie jetzt Klarheit fordert und der Bundesverkehrsminister nicht mal von der Autoindustrie eine Unterstützung hat. Also das zeigt ja, dass es hier offensichtlich weniger um die Sache als vielmehr um ein Randthema geht, wo wir ja alle wissen, wir müssen viel, viel mehr tun beim Klimaschutz im Verkehrssektor. Da haben uns die Klimawissenschaftler ja in den letzten Tagen noch mal deutliche Botschaften gesendet. Und weil eben nicht genug getan wird in den Augen von Fridays for Future, fordern die Klimaaktivisten jetzt sogar den Rücktritt von Volker Wissing und werfen ihnen Arbeitsverweigerung vor. Verstehen Sie das? Also in der Tat macht die Bundesregierung viel zu wenig beim Thema Klimaschutz im Verkehrssektor. Das wird auch Thema hier auf der Verkehrsministerinnenkonferenz sein. Wir haben Anträge beispielsweise aus Baden-Württemberg, die ein deutlich stärkeres Engagement des Bundes in Sachen Klimaschutz fordern. Und deshalb kann ich die Unzufriedenheit über das, was der Bundesverkehrsminister hier bei dem Thema abliefert, sehr, sehr gut verstehen. Das teilen auch viele seiner Länderkollegen. Insofern hoffen wir, dass diese Konferenz hier auch mehr Klimaschutz im Verkehrssektor bringt. Das ist dringend nötig, weil der Sektor ist ja das Sorgenkind in der Klimapolitik. Sagt Grünen-Politiker Oliver Krischer, Verkehrsminister aus Nordrhein-Westfalen. Vielen herzlichen Dank für diese klaren Worte. Ich danke Ihnen. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.